Farbenfrohe Trachten und Musik aus anderen Ländern. In gut einem Monat gibt es in der Lausitz eine große multikulturelle Vielfalt. Dann rollt die internationale Folklore-Lawine wieder durch die Region. Dreizehn Ensembles treten vom 3. bis 5. Juli auf. Darunter sind Gruppen aus Indien, Weißrussland oder Zypern. Die Kriterien sind schnell erklärt. Man muss Spaß an der Sache haben. Es muss ein Folklore-Ensemble sein, welches tanzt und singt oder nur singt, haben wir auch teilweise dabei. Und man muss es gerne machen. Und wir stellen keine großen Ansprüche an Professionalität oder Ähnliches, wobei wir aber Glück haben und die meisten Ensembles, die sind fast professionell. Also es ist immer faszinierend, was die alles so leisten. Den weitesten Weg haben die Teilnehmer aus der Türkei. Sie nehmen eine 30-stündige Fahrzeit auf sich. Mit ihnen reisen über 300 Tänzer an. Somit ist in Cottbus, Forst und Lübbenau die halbe Welt zu Gast. Wir können also hier wirklich Völkerverständigung zelebrieren, weil auf dieser Welt ja so viel los ist und ja auch nicht gerade angenehme Sachen, sondern viele Konflikte. Und wenn wir die Welt hier zu Gast einladen, ist das natürlich eine ganz schöne Sache. Und wir können sagen, wenn man miteinander redet und tanzt und singt, da kann man wirklich ganz viel mit den Menschen erreichen. Um die Horde bestmöglich zu betreuen, braucht es im Hintergrund viele fleißige Helfer. Die Sparkasse Spree-Neiße und Niederlausitz beteiligen sich aktiv an dem multikulturellen Festival. Zusammen mit ihnen ist den Verantwortlichen im Jubiläumsjahr wieder ein abwechslungsreicher Dreiklang aus Gesang, Musik und Tanz gelungen.